Motor warm und kalt fahren. Ihr habt uns gefragt, wie mache ich das eigentlich? Wir erklären das euch heute nochmal. So, also wir beginnen erstmal mit dem Warmfahren. Jetzt ist es bei dem Auto so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er einfach sehr wenig Ölvolumen überhaupt nur hat oder einfach nur extrem effizient aufwärmt, aber bei dem Auto musst du gefühlt, weiß ich, 2 Minuten fahren und hast schon irgendwie über 50 Grad Öl. Also das geht hier schon extrem schnell. So schnell wird das besonders beim Diesel nicht gehen. Wenn du einen Dieselmotor hast, dann empfehle ich beim Warmfahren nicht unbedingt über 2000 Umdrehungen zu gehen. Beim Benziner sind auch 3000 noch okay. Allerdings ist da nicht nur wichtig die Drehzahl, sondern auch wie du auf die Drehzahl kommst. Also es bringt nichts, keine Ahnung, halb oder dreiviertel Gas zu geben, aber dann trotzdem bei 2 oder 3 zu schalten, weil da die Last schon viel zu groß ist, die du auf den Motor gibst. Wenn das Öl nämlich kalt ist, dann ist die Schmierfähigkeit noch nicht wirklich da. Du hast zwar gut Öldruck, aber die Schmierfähigkeit ist eben noch lange nicht da, wo sie eigentlich zum Beispiel bei 80 Grad dann wirklich wäre. Deswegen ist es eben wichtig, dass du, wenn der Motor kalt ist, nicht zu viel Last drauf gibst, sondern eben smooth dich an die Drehzahl rantastest. Was auch immer ein ganz akzeptables Indiz ist, ist eben die Wassertemperatur. Das Problem ist, das Wasser heizt sich sehr, sehr viel schneller auf als das Öl. Das heißt, danach sollte man nicht ausschließlich gehen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel schon länger die Top-Wassertemperatur, bestimmt schon seit so 3-4 Minuten. Da war das Öl aber noch, keine Ahnung, bei gerade mal 60 Grad. Also Wasser ist okay, aber du solltest auf jeden Fall noch einige Zeit länger warten, nachdem das Wasser auf Temperatur ist, falls du keine Öltemperaturanzeige hast. Wenn du nur Öltemperaturanzeige hast, umso besser, dann brauchst du dich nicht nach dem Wasser richten. Wir werden jetzt gleich noch mal ein bisschen ballern, dass wir den Motor richtig auf Temperatur kriegen. Und dann fahren wir den Motor gemeinsam wieder kalt. Ja, relativ simpel. Wenn der Motor dann schon so annähernd bei der richtigen Öltemperatur angekommen ist, dann kann man auch mal so ein bisschen das Gas ein bisschen stärker durchdrücken. Ja, den Motor darauf vorbereiten, was jetzt dann eben kommt. Dann kriegt man die restlichen paar Grad auch noch in die Öltemperatur rein und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Let's go, oder? Manchmal macht der Job ja eigentlich auch Spaß, wenn man irgendwie um 10 Uhr morgens sich auf die Autobahn stellen kann und einfach mal mit dem Yaris durch die Gegend ballern, dann ist das schon ganz okay. Und da wir ja so einen tollen Ölkühler haben, wird es wahrscheinlich gar nicht so einfach sein, den Motor jetzt richtig oder das Öl jetzt richtig zum Kochen zu bringen. Weil auch jetzt, wir haben 89 Grad. One eternity later. Wir haben jetzt außen aktuell 13 Grad. Das könnte schon fast zu kalt sein für unser Experiment, weil wir haben ja auch noch einen Ölkühler eingebaut. Also wir kommen bisher nicht höher als 96 Grad, auch unter absoluter Volllast für ein paar Kilometer. Aber ja, ich gebe mir jetzt noch ein letztes Mal Mühe und ansonsten machen wir es halt in der Theorie. 90? 90? Ich fahre den quasi schon die ganze Zeit kalt. Generell gilt, das haben wir in einem anderen Video auch schon mal erklärt, je mehr Verbrennungsdruck und je mehr Ladedruck du fährst, desto heißer werden auch die Komponenten, also sprich der Block oder auch der Turbolader und dann natürlich auch eben das Öl, was er überall durchfließt und die Temperatur mitnimmt und aber eben auch abträgt. Wichtige Frage an dieser Stelle, das ist wichtig fürs Warmfahren und fürs Kaltfahren, Start-Stopp-Automatik. Ist ja mittlerweile bei jedem Auto oder bei fast jedem Auto irgendwie mit drin. Oftmals lässt sich das nicht permanent abschalten, also zumindest nicht ohne es zu kodieren. Die Empfehlung ist also, wenn du weißt, du gehst hacken, mach Start-Stopp aus. Tu dir den Gefallen, tu deinem Auto den Gefallen, wenigstens für diese Fahrt, nicht, dass du dann irgendwie an die Ampel ranrollst. Motor ist vielleicht noch gar nicht warm und wird schon wieder unterbrochen. Oder Motor ist knackheiß und wird beim Runterkühlen unterbrochen. Das ist natürlich auch schlecht. Wir haben ja in unserem anderen Video zum Thema, warum das wichtig ist, schon erklärt, dass dieses ewig lange Nachlaufen lassen oder kalt laufen lassen eigentlich überhaupt komplett sinnlos ist, ja, weil die Ölpumpe, die arbeitet da mit der niedrigsten Drehzahl überhaupt, ja, und noch dazu stehst du, das heißt, es kommt nicht mal Fahrtwind dazu. Was du aber brauchst beim Kaltfahren im Idealfall ist Fahrtwind und ein bisschen Drehzahl, weil je höher die Drehzahl ist, desto mehr Öl wird natürlich durch den Motor gepumpt, ja, und desto mehr Öl ist da und desto schneller wird auch die Temperatur abgetragen.
Jetzt sollst du natürlich nicht mit 7000 Umdrehungen fahren, aber du kannst zum Beispiel zwischen 2 und 3000, also ungefähr auch so der Bereich, den du beim Warmfahren hast, den kannst du entspannt mitnehmen, wenn du den in der Teillast fährst. Auch coole Möglichkeit, wenn du weißt, okay, du bist jetzt fertig, du willst jetzt vielleicht auch demnächst von der Autobahn runterfahren, dann, keine Ahnung, du kommst mit 250 angeschossen, lass das Auto einfach mal im Gang runterrollen oder ausrollen, ja, auf gar keinen Fall. Das machen auch richtig viele, sieht man auch sehr oft in irgendwelchen 100-200-Pull-Videos. Die machen einfach den Leerlauf rein. Das ist ja das Schlechteste, was du überhaupt machen kannst, weil dann hast du von jetzt auf gleich quasi gar keinen Öldruck mehr oder viel zu wenig Öldruck. Das bitte auf gar keinen Fall machen. Also immer nach Möglichkeit ein bisschen Drehzahl beibehalten mit einer sanften Teillast oder eben zum Beispiel auch bergab. Kannst bergab entspannt mit 3000 Umdrehungen rollen lassen, hast ordentlich Fahrtwind dazu. So ist optimal eigentlich. Ja. Wir haben ja jetzt auch so eine ähnliche Fahrweise. Wir sind jetzt schon wieder auf 86 Grad, eben waren wir bei 96 Grad. Also das kühlt sich schon ganz gut ab. Zum Thema Leerlauf oder zum Thema Drehzahl. Jetzt standen wir eben kurz zweimal an der Ampel und wir hatten zwischendurch 84 Grad Öl wieder erreicht, nachdem wir jetzt so ein bisschen entspannter auf der Autobahn gefahren sind. Und jetzt sind wir schon wieder bei 90 Grad, obwohl wir eigentlich nichts mit dem Motor überhaupt nicht belastet haben. So, ich denke, jetzt sollten eigentlich alle verstanden haben, wie man den Motor richtig warm fährt und auch wieder kalt fährt. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, ob jetzt zu dem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema, dann schreibt einfach in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und noch mehr würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und wenn ihr richtig krass seid, dann drückt ihr sogar noch auf die Glocke, weil dann werdet ihr jedes Mal informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.